Die Nachricht des heutigen Tages ist zweifellos die Pleite von Wirecard. Dabei ist nicht überraschend unbedingt, dass Wirecard pleite geht, sondern wie schnell man hier Insolvenz angemeldet hat. Und die Dinge haben sich doch sehr, sehr schnell überschlagen. Hat man das kommen sehen können? Nein, sagen die allermeisten. Die Finanzaufsicht sagt sowieso, oh, woher sollen wir das denn wissen? Die Financial Times hat auch immer nur so einzelne Brandherde gebracht, aber die eigentliche Ursache, den eigentlichen Brand im Prinzip nicht wirklich erfasst, sondern im Prinzip so Nebenstellen mal versucht aufzudecken. Aber es gibt einen Blogger, der im Jahr 2008 genau das beschrieben hat, was eigentlich strukturell bei Wirecard zu beobachten ist, und das wollen wir uns mal anschauen. Da hat eine Schweizer Zeitung darüber berichtet, wie ein Blogger bereits 2008 den Skandal bei Wirecard aufzeigte. Und das Interessante ist, nachdem er diesen Blog-Eintrag geschrieben hat, bekam er Besuch von der Polizei, die gesagt haben, du, der ganze Eintrag wurde zwar nicht gelöscht, aber viele Stellen mussten dann gelöscht werden von diesem Blogger. Was hat denn dieser Blogger gesagt, aufgezeigt? Er hat zunächst mal gezeigt, dass letztendlich die Bilanz nicht schlüssig aufzeigt, woher große Teile des Konzernumsatzes eben herkommen. Da ist überhaupt nicht klar, wer hat eigentlich das Geschäft gemacht, hat dieser Blogger damals nachgewiesen. Woher kamen die Umsätze, von wem kamen die Umsätze? Das ist ja das, was wir jetzt wahrscheinlich wissen, dass es diese Umsätze teilweise nicht gab. Wirecard hat ja durchaus Geschäft gemacht mit IKEA, mit Aldi etc. Allerdings eben nicht mit einer ganz eigenen Infrastruktur. Dazu später mehr. Jedenfalls ist eben interessant, dass hier dieser Blogger auch den Vergleich gezogen hat zu einem niederländischen Konkurrenten von Wirecard, der viel geringere Margen hatte als Wirecard. Da stellt sich die Frage, wie kommt das? Wie ist es möglich, dass Wirecard so hohe Margen hat? Das hat diesen Blogger sehr stutzig gemacht. Das hat niemand aufzeigen können. Und wahrscheinlich gibt es eben all das nicht. Und dann eben auch so ein Fakt, der sicherlich interessant ist, warum hat Wirecard ständig Kapitalerhöhungen gemacht, wenn man so profitabel ist, wie man behauptet hat, wenn man so viel Cash haben müsste, wenn man so profitabel ist, warum macht man dann solche Kapitalerhöhungen und warum macht man immer gegen Jahresende oder immer wieder gegen Jahresende tätigt man Akquisitionen? Das ist eine, wie hier beschrieben wird, ein bewährtes Mittel, fehlende Umsätze zu kaschieren und diese Umsätze sich einfach einzukaufen. Man kauft also mit einer Übernahme einer anderen Firma praktisch deren Umsätze und kann damit das eigene fehlende Umsatzvolumen im Prinzip kaschieren. Es gab auch 2019 schon einen Whistleblower, wie hier das Handelsblatt zeigt, der BaFin wohl relativ detailliert Auskunft gegeben hat, was da wirklich schiefgelaufen ist oder schieflaufen könnte. Aber die BaFin, wie gesagt, die hat dann lieber die Shortseller unter Druck gebracht, hat Journalisten verhaften lassen, hat die Aktie von Wirecard vom Leerverkauf ausgesetzt. Und einer der ganz großen Dinge ist, was ist eigentlich mit Ernst & Young, dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft? Das ist ja eigentlich auch ein Hauptversagen dieser Wirtschaftsprüfer, wenn man so will. Die reden sich jetzt ein bisschen raus. Es heißt da, wie der Spiegel hier zitiert, es gibt deutliche Hinweise, dass es sich um einen umfassenden Betrug handelt, an dem mehrere Parteien rund um die Welt beteiligt gewesen seien, mit gezielter Täuschungsabsicht. Und dagegen könne man ja nichts machen. Das könne man schlichtweg nicht verhindern. Da sei man im Prinzip machtlos. Also das ist ein bisschen billig. Ernst & Young wird da Schwierigkeiten kriegen. Das sind ja eigene Partnergesellschaften. Ernst & Young Deutschland ist völlig unabhängig. Das heißt, wenn andere Partner werden davon nicht betroffen sein, sondern es geht hier um die deutsche Entity, das mal nur nebenbei. Wer hat Wirecard den Stecker gezogen? Die Banken sagen, wir waren es nicht. Wer war es aber dann? Es kann eigentlich dann nur Mastercard oder Visa gewesen sein, deren Infrastruktur Wirecard benutzt hat. Wirecard war praktisch nur ein Zwischenhändler, wenn man so will, der die Infrastruktur eben dieser großen amerikanischen Player benutzt hat. Und vermutlich hat da einer gesagt, nee, ist nicht mehr. Und dann war praktisch sofort die ganze Geschichte tot. Dann fällt das Geschäftsmodell in sich zusammen. Haben Analysten das geahnt? Wir schauen uns mal hier die Analystenempfehlungen an. Wer hatte seit Juni 2018, also seit 2 Jahren, die Aktie als Kauf? Das waren hier von 29 Analysten im Jahr 2018, vor ziemlich genau 2 Jahren, noch 11.
Es wurden dann, es ist immer so konstant, 11, 10 bis 12 Analysten hier mit einer Kaufempfehlung. Strong Sell, nur ganz, ganz wenige. Es waren also die ganz wenigen, die hier vielleicht etwas geahnt haben oder sich gesagt haben, da kann was nicht stimmen. Die meisten hatten eben diese Aktie auf Kauf. Und es ist ja auch lange gut gelaufen. Besonders gut gelaufen ist es für diejenigen, die auf Short spekuliert haben. Die Hedgefonds haben wohl 3,3 Milliarden Gewinn gemacht. Nur 12,7% oder etwas über 12% der Hedgefonds, die die Aktie Short gestellt hatten, haben zuvor ihre Gewinne mitgenommen. Also da haben einige durchaus richtig verdient. Und wenn wir uns hier mal die Story, die History von Wirecard anschauen, dann sehen wir hier, kam Wirecard für die Commerzbank in den DAX im Herbst 2018. Das war auch dann gleichzeitig der Hochpunkt der Aktie. Seitdem ging es eigentlich nur noch bergab mit diesem kurzen Intermezzo hier nach oben. Hier dieser Softbank-Deal hat hier nochmal Auftrieb gegeben, aber dann so ein leichtes Abflachen und jetzt hier dann das abrupte Ende. Aber kommen wir jetzt to something completely different, nämlich zu den USA. Und da sehen wir, dass nach wie vor das große Thema mit in den USA ist und mit dem sich die Märkte beschäftigen, sind die Coronavirus-Fälle. Wir sehen, dass die Todeszahlen jetzt nicht wirklich nach oben schießen. Auch die Gesamtzahl der Daily Confirmed Cases, gestern hatten wir einen neuen Rekord. Aber insgesamt sehen wir, dass hier praktisch die Situation sich nicht entspannt. Und es ist vor allem in diesen Problembundesstaaten, wo die ganze Geschichte weitergeht, vielleicht nochmal ein kurzer Verweis auf die Corona-Krise. Es sind ja nicht nur die Aktienmärkte gestiegen, sondern die Amerikaner sind auch signifikant fetter geworden. Hier haben wir den Obesity-Index. Da hat offenkundig das Körpergewicht der Amerikaner zum Vorjahr um 43% zugenommen. Das ist schon angesichts der Tatsache, dass die Amerikaner die fetteste Nation der Welt sind, durchaus erstaunlich. Man ist also noch fetter geworden, noch schneller ist sozusagen Fett hier auf die Rippen gekommen, wie die Aktienkurse gestiegen sind. Das ist ein interessantes Phänomen. Und wir sehen jetzt, dass diese Corona-Krise in den USA durchaus jetzt eben auch direkt Unternehmen betrifft. Disney hat jetzt seine American Theme Parks, die in Kalifornien sind, praktisch deren Eröffnung verschoben. Das wird das Unternehmen sehr, sehr viel Geld kosten. Wir haben Texas, der Gouverneur Abbott hat heute gesagt, dass man jetzt erstmal weitere Öffnungsmaßnahmen der Wirtschaft, die geplant waren, nicht mehr fortsetzen wird. Ups, da ist mir die Grafik verschoben, dann schiebe ich die mal wieder so ein bisschen. Hier wird sehr klar gesagt in diesem Text, was der Fall ist. Also da ist schon eine gewisse Alarmbereitschaft, muss man sagen. Und in Sachen V-Erholung, ich sehe ja überall nur noch V. Ein A ist für mich ein umgedrehtes V eigentlich. V-Erholung der Wirtschaft, V-Erholung der Börsen, V, 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 V. Und hier sehen wir dann zum Beispiel die Anzahl der Flugpassagiere in den USA. Und das ist für mich somit das klarste V, was ich eigentlich in meinem Leben bisher gesehen habe. Und ich habe schon viele Vs gesehen, aber das ist das Imposanteste. Also wir sehen hier die Zahl der Luftfahrtpassagiere in den USA geradezu skyrocketing, wie die Amerikaner sagen. Also imposante Brisanz. Man kann also selbst mit Geld nicht Flugpassagiere drucken, ist das, was Octavio Costa hier treffenderweise sagt. Schauen wir uns noch an, was hier eben in den USA vor allem der Trend ist, was vielleicht auch die geringe Todeszahl oder dass die Todeszahlen nicht steigen, liegt daran, dass das Durchschnittsalter, ich hatte diese Grafik heute Morgen schon mal gezeigt, das Durchschnittsalter der Corona-Infizierten jetzt oder die sich mit dem Coronavirus infizieren, bei 35 liegt. Das ist immer weiter runtergegangen. Es sind also die Jungen, die jetzt immer stärker sich infizieren. Die Aktienmärkte heute in den USA gleichwohl etwas robuster, haben Verluste dann so wieder aufholen können, weil die Fed die Volcker Rule, ein wichtiges Regulatorium für US-Banken, aufweichen wird. Man wird ihnen bei Swaps entgegenkommen. Also die Fed ist your friend, sie ist vor allem der Freund der Banken. Es gibt aber den einen oder anderen kritischen Kommentar oder zumindest analytischen Kommentar, wie etwa Viray Patel hier, der sagt, naja, warum ist das nötig, dass die Fed das tut? Ist das vielleicht sogar ein Warnsignal, ein bearish Signal, dass die Lage vielleicht so schlecht ist hier bei den US-Banken? Das ist die große Frage. Übrigens, Banken, bei Wirecard wird durchaus auch viel, viel Geld verloren. Das sind ja Kredite von deutschen Banken. Die Commerzbank steckt wohl ziemlich tief drin, mit 200 Millionen etwa.
Deutsche Bank und bei 150, ING, DiBa, wie sie alle heißen, die haben kurz vor dieser ganzen Story noch fleißig Kredite an Wirecard vergeben. Warum auch nicht? Jetzt muss man die leider bilanziell abschreiben. Schauen wir uns die Chose in den Charts mal an. Was wir hier sehen, ist zunächst mal der S&P 500 mit dieser Stabilisierung, mit der Fed im Rücken hier auf Stundenbasis und die Charts von Capital.com. Und wir haben den DAX, den wir uns anschauen wollen, 12.255, auch mit einer Erholung. Wir waren heute schon erfolgreich unter der 12.000er-Marke und besonders erfolgreich und besonders V-mäßig ist natürlich die Wirecard, die dann sogar noch auf 3,58 € gestiegen ist, kurz vor Schluss. Ja, so manchmal sind Erholungen sehr, sehr kräftig. Schauen wir uns den Euro-Dollar noch an. 1,1227, da profitiert die Gemeinschaftswährung von der etwas größeren Risikobereitschaft, die jetzt wieder erkennbar ist an den Märkten. Wir sehen Gold, das sich wenig bewegt, 1763, und das amerikanische Crude Oil, das ist bei $38 und 76. Nächste Woche hoffe ich, Ihnen wieder anbieten zu können, das alte Format, wo ich vor die Kamera trete. Vielleicht habe ich dann das Pflaster auch weg. Das mache ich aus humanistischen Gründen, um Sie nicht allzu sehr zu erschrecken. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und machen Sie das Beste aus diesem wunderbaren Sommer mit V-Erholungen, wie man sie fauiger überhaupt nicht sich denken könnte. Bis dann erstmal Servus und Ciao.